du den Hammer benutzen. Zumindest den Mega-Hammer, der dürfte dir ordentlich Schaden machen. Hab noch keinen Mega-Hammer. Ich schon. So, da habe ich meinen Gold. Schön für dich. Perfekt. Ich glaube, ich laufe einfach nur durch und schnapp mir, was an den Kisten liegt. Macht eh keinen Sinn, gegen die zu kämpfen, ey. Eben. Problem ist, wie kommt man schnell zu den entsprechenden Kisten? Au. Ohne möglichst hier zum Tode zu fallen. Eben. Ich bin gleich down. Na, Mann. Ich sterb's ziemlich sofort, wenn ich unten bin. Wir brauchen einen Merchant und 200 HP Heal Potions. Jetzt können wir das vergessen. Hab aber immerhin schon 34 Gold jetzt. Ich bin Held. Wir müssen unbedingt unten irgendwie Spinnennetz oder so placen. Oder kleines Wasserbecken machen. Können wir nicht irgendwie so die unsere Typen von dem anderen Haus hier rüberkriegen? Nö. Oder dann lass halt zum anderen Haus mal zurückgehen und da ganz tief in die Mine gehen und da erstmal erobern, oder? Ja. Ist, denke ich, einfacher, erstmal da ein bisschen aus Headstone und die Items zu machen. Ja. Hier kriegen wir auch neue Items, ne? Okay. Ich bin schon mal auf dem Weg. Ja, dann stelle ich da drüben dann gleich ein Bett auf, dann nehme ich das nochmal mit. Ich hab das nämlich abgerissen. Wir haben zwei in den Thron. Hm? Ja, wobei, Ich könnte einfach das Bett abreißen und dann mit dem Mirror benutzen. Du lässt. Lass mich mal schnell in die Truhe, bitte. Oh mein Gott. Hier bleiben? Nee, ja, lass rüberlaufen, während dem Blood Moon. Das wird spaßig. Okay. Ich bin da. Same hier. Das Bett abgerissen. Lol. Okay. Jo. Wir müssen die Aufnahme mal für einen kurzen Augenblick stoppen. Und wir sehen uns gleich wieder. Wir sehen uns gleich wieder in diesem Haus. Bis dahin. Tschö, tschö. Basketball, Basketball, Basketball. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Terraria. Und hier ist Dani. Da oben irgendwo ist Clemi. Der kommt auch gleich runter. Und wir werden in dieser Folge... in der letzten Folge haben wir oben im Haus aufgehört. Alles, was wir gemacht haben, ist hier runtergehen. Wir werden jetzt hier ganz unten in den Höllendungeon gehen und abbauen. Kommt ihr? Bitte nicht. Doch. Ja, Clemi. Ich komme auch gleich. Bisschen, oder? Au. Dani, du bist Pro. Yo, ich brauche nur noch einen Moment. Ja, wir müssen da mal Wasser hin tun. Oder Lava, je nachdem. Ich habe hier schon ein bisschen Steinblöcke. Ja, hast du Eimer? Ja, hier ist so ein komischer Gegner. Und ein riesiger Wurm. Riesiger Knochenwurm. Oh mein Gott. Ich nehme mal so. Wir werden alle sterben. Ein hässlicher Wurm. Du bist gestorben übrigens. Oh mein Gott, mir kommt eine Feuerkugel entgegen. Ich geh mal einfach ein Stückchen nach. Was könnte das so sein? Dani was slain. Ja, ist ein Spiegel hoch? Hier oben ist sogar so ein Vieh. Wir müssen das mal irgendwie zubauen, dass der nichts mehr hinkommt. Ich will von diesem Stein die etwas hier haben. Ich sterbe! Wir brauchen einen Merchant. Ja, definitiv einen Merchant für Tränke. Haben wir da auch oben. Super, ich kann nach oben gehen, hurra. Viel Spaß. Können wir nicht in unserem Clemi, kleinen Raum da du? So einen zweiten Raum machen, wo ein Merchant reinkommt? Clemi was slain. Theoretisch ja, praktisch nein. Nurse has arrived, wo auch immer. Ja, wahrscheinlich ganz links dann. Okay, ich brauch... Clemi, du bist doch ganz oben. Clemi, kannst du mir ganz viele Tränke mitbringen? Ja, mir auch. Ich hab kein Geld. Du hast wirklich kein Geld. In der Truhe ist Geld. In der Kiste. In der Kiste. Hä? In der Kiste, ja klar. Ja. So. 11 Silber. Da war nur 11 Silber drin in der Kiste. Nö, ein bisschen Gold. Wie viel soll ich euch mitbringen?
Mach einfach bisschen? Mal. Gib für jeden 2 Stacks, also 2 30er Stacks für jeden. Okay. Wie bisschen? Oh, hallo, weißt du, wie viel Gold wir da reingepumpt haben? Ne, wir haben schon 2 Drittel davon verloren. Ich hatte 35 scheiß Gold und die sind jetzt alle weg. Ja, aber das ist ja egal. Wir haben trotzdem total viel da reingetan. Hm. Kann ich da nicht mehrere auf einen Schlag aufnehmen? Rechtsklick gedrückt halten. Doch, Rechtsklick gedrückt halten. Ich gehe so lange einfach mal hier wiederholt runter und krieg hier einfach jedes Mal. Jo. Ich probiere mal hier rechts weiterzukommen. Ich versuche an Hellstone ranzukommen. Der heißt ja Hellstone, oder? Stimmt, kannst du gut abbauen, ja. Na, ich bin die Lava gefallen. Und rechts ist nur noch Lava. Also. Du kannst auch Asche abbauen. So, ja, die Asche, ich komme. Ja, und dann, wenn es geht, in der Basis irgendwie in die Kiste legen. Oh, wir brauchen da Wasser. Wassereimer. Okay, ich. Was meinst du jetzt mit oben in die Kiste legen? Meinst du die. Die Kiste Dinge, in der oder? Basis, ja, die Tränke. Ja, in welche jetzt? In die obere oder die untere? In die untere. Okay. Okay, wenn ich dann nochmal sterbe, dann okay, kaufe ich nochmal welche. Machst du das? Ja, musst du. Diese Feuersteine machen die einem eigentlich Damage, wenn man draufläuft, wenn man keine Obsidian-Dingens hat? Ja, dann schon. Dann machen die ordentlich Damage. Aha. Ja, okay, ja, wir haben Obsidian-Teile. Also von daher. Hooray! Alter. Die ganzen Viecher! Oh, was ist das ätzend. Ja. Ohne Viecher wäre das nicht mal so schlimm. Natürlich nicht, aber wir haben sie Viecher nun mal. Weißt du was, ich habe eine Idee, wie wär's, wenn wir den ganzen Untergrund mit Wasser fluten? Bringt die nicht Lava so viel. Schon mal nicht so. Klar. Ist die ganze Lava weg. Unser Haus hier unten steht ziemlich beschissen, hier kommen ständig diese Viecher da. Ha, ha, ha. Was machen wir denn da? Hast du die Tränke jetzt mittlerweile reingemacht in die Kiste? Mhm. Das ist gut. Ah. Oh. Krieg hier, Fire Imp. Das sind nur 2 Stacks. Wieso hast du nur so ein Wir müssen das unten irgendwie zubauen oder so, damit die nicht hier hinkommen. Also, wie wär's, wenn wir alles fluten? Ja, ich bin dabei. Problematisch, aber okay. Du bist dabei? Klar, ich bin auch schon dabei. Ein entsprechend großes Wasserreservoir zu bauen. Ja, wir müssen uns Eimer holen. Nö, nicht warte, hier oben ist ein Wasserreservoir und ich grab einfach einen separaten Tunnel runter. Das sind nur 400 so. Fuß. Warte, bau hier das zu, damit die Wasser hier direkt runterfließt. Hast du irgendwie Baumaterial? Ich hab nämlich keins. Ah. Das war gerade sehr geskillt. Halt's Maul. Nö. Warte, bevor du hier das Wasser lässt. Müssen das hier noch so ein bisschen zubauen, damit geil, das nicht daneben geht. Geil, ich hab einen Herzcontainer gefunden. Wo? Was? Will einer auf den Herzcontainer haben? Ja, gib den Tom, der muss zuerst 400 Life haben. Jo, dann komm mal zu mir. Ja, gleich. Ich hab hier unseren ersten Weg reingebuddelt. Alter, der Kack-Riesenwurm. Das sind 2. Viel Spaß, Tom. Du bist tot. Ne, ich bin vorbei. Ne, bin ich nicht. Benutze Spiegel. Ich muss irgendwas rauswerfen. Ahorn, Eiche. Spiegel. Ne, wozu auch. So, wo hast du das Eiche. Herz? Kannst du es mir gerade in der Basis geben? Okay, ich hab den Lebenskristall aufgenommen. Ich gebe ihn dir einfach nachher. Okay. Okay. Ich bin gerade in der Basis. Okay. Ich warte hier unten mal auf dich. Bist nur 200 Meter über mir. Oder ich komme einfach mal hoch. Mein Gott, Alter, hier sind so viele Mutterschleime. Übrigens, hättest du ruhig mehr Tränke kaufen können oben. Es ist übrigens, übrigens gut, wenn du deinen Spawnpunkt oben behältst. Ja, ich helfe dir mal mit dem Schleim. Kannst du eben die Lava unten zubauen?
wie zubauen, welche Lager. Warte. Ja, kann ich da. Weil da ist, wenn man so. Ja, mal hier. Macht. Danke sehr. Ich hab ihn nicht bekommen. Schon. Kannst du nochmal geben, bitte? Oh. Ja, Moment. Ja. Gebe ich. Danke sehr. Jetzt hast du ihn. Gut. Ich geb dir noch so einen Obsidian Skull. So, okay. Jetzt können wir das Wasser runterlassen. So, und dieser Tunnel wird jetzt hier gleich geflutet werden. Ja. Also machen. Ich hab hier unten so gemacht, also, dass das Wasser genau zu, in nach geil. Unten fließt und nicht. Okay. Soll ich auch Wasser von oben an der Klemi schon unterwegs, ne? Egal, ich komm trotzdem einfach mal mit. Also ich baue ja Hellstone ab, so gut ich kann. Inwiefern muss man den Hellstone kombinieren mit? Wo ist denn das ganze Wasser hier hin? Hier war doch alles voll mit Wasser dran. Oder war das weiter oben? Oh. Ich hab das Gefühl, als okay. Ja, rein theoretisch könnten wir jetzt unsere Minenhelme sein lassen fürs erste und hier unten wirklich auf voll Max Defense gehen. Der Death Counter ist weg, oder? Ja, der ist weg, den lasse ich. Ab wann? Ab diese. Ja, ab generell. Ich mach den jetzt ab sofort nicht mehr. Hier ist ein riesen Wasserbecken, soll ich das Wasser schon mal runterlassen? Kannst du gerne machen. Nee, warte, lass es, der ist noch nicht ganz unten. So, ich bring nochmal 2 Stacks voll Tränke mit, okay? Übrigens, wenn man permanent abbaut, tut die Spitzhacke sehr viele von den Feuerbällen automatisch abwehren. Ja, das muss so. Kann man noch irgendwie ein Schild zaubern? Oder soll ich ein paar mehr Stacks mitbringen? Für meins von Tränken? Ja, auf jeden Fall ganz viele. Ja. Mach so viel, wie das Gold hergibt. Tränke sind das Allerwichtigste. Die kann man ja eh noch verbessern später. Basketball, wer für den Scheiß. Ich fülle mal das Wasserbecken weiter an. Weil wir brauchen wirklich Unmengen von Wasser. Na, schau mal, wer ist dieses riesige Wasserbecken, da wo ich. Das neben unserem Ding ist, das werde ich fluten. Bis ganz nach unten lassen. Ja, aber ich will es noch weiter auffüllen. Ich benutze wirklich sehr viele Tränke, aber das überlebt man überraschend lange hier unten. Nee, ja, so, vielleicht. Gut, ich hab jetzt fürs erste, glaube ich, mal genug. Ohne Tränke. Death kommst du da wirklich nicht weit, also. Ja, fast instant. Kannst du mir dann vielleicht den Helm geben oder so? Weil der Minenhelm bringt hier unten. Brauchst du doch den Helm? Ja, ich brauch den Helm. Ich würde gerne ein komplettes Set haben. Ja, okay. Alles klar. Warte, ich mach eben das Wasser hier fertig. Sag dir, wann ich fluten kann. Ja, du kannst theoretisch jetzt schon fluten. Ja, Clemi wollte ja irgendwas. Der meinte ja, ich soll nicht. Oh, ich hab gar nicht auf meine AP geachtet. Warte, ich will das Wasser hier noch da unten hinleiten. Okay, ich habe eigentlich gedacht, dass wir das Becken jetzt hier unten nehmen. Ja, tun wir ja, aber größer. Ich will das Wasser noch dazu. Ah, okay, gut. Ja, gut, passt. Gut. Gut, gut. So, ich pack eben die Tränke nach unten rein, dann mache ich weiter. Wie gesagt, das ist witzig, wie gut das Abbauen die Feuerdinger abwehrt. So, ja, Alter, wie viel Tränke ich mit? 2. Ist hier irgendwo noch mehr Wasser? Kann ich jetzt fluten? Ja, ja. In den unteren Tunnel, ja. Also in das untere Becken halt. So, ich habe jetzt 1, 2, 3, 6, 7, 8. Man muss ja aber echt verdammt aufpassen, dass man nicht die falschen Blöcke zerstört. So. 11 Stacks von Tränken, ich glaube, das reicht jetzt fürs erste. Aber dann sind erstmal die ganzen Fackeln weg, das ist aber egal, oder? Ja, das passt schon. Nee, die werden nicht, also das wird nicht in den Tunnel geflutet, sondern in den extra Tunnel nebenan. Oh. Nein, separat Tunnel. Zu spät. Lol. Ich habe jetzt die linke Seite entlang noch oben. 1. Ist aber ein anderer. Oh nein. Oh. Nein, der soll hier schon links im Haupttunnel geflutet werden. Egal, okay, ich mach einfach mal. Wir haben genug Licht. Passt, ich hab sowieso ein Mining-Helm. Seht ihr mich da unten eigentlich?